Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Hier ist euer Don Firenze und ich möchte mit euch Folge 9 angehen, meines Let's Plays mit Crusader Kings 3 und dem DLC Tours and Tournaments. Ja, wie immer, kleine Werbung an dieser Stelle in eigener Sache. Wäre schön, wenn ihr mir ein Abo dalasst oder auch einen Daumen hoch gibt, was auch immer. Es würde mich freuen und mein erklärtes Ziel sind ja die berühmten 700 und wer weiß, vielleicht schaffen wir das ja gemeinsam. Gut, jetzt aber zurück zur Geschichte unseres Königs Ivar, dem Knochenlosen, 40 Jahre alt. Es geht uns gut, wir sind Schwertmeister, das gibt uns eine Widerstandskraft und auch der Jäger-Perk letzten Endes einen kleinen Gesundheitsbonus. Ja, ich hatte mir überlegt, ob wir etwas bezüglich Mischkultur machen, aber ich glaube, dafür ist es tatsächlich zu früh. Ich meine, wir haben jetzt erstmal die Reiche hier unterworfen und ich glaube, so schnell geht das nicht. Vielleicht könnte man da ja in ein paar Jahren, 20 Jahre oder so, vielleicht wäre das eine gute Sache, drüber nachdenken, ob sich dann unsere Kultur mit denen von den Angelsachsen tatsächlich auch vermischt. Ansonsten, glaube ich, geht das nicht so schnell, deswegen würde ich diesen Schritt jetzt nicht machen. Das wäre dann doch ja, too much. Genau. Aber ansonsten, wir müssen uns mal für den Rat umgucken und einen Ratskanzler benennen. Und ich bin am Überlegen, ob wir nicht hier unseren Sohn einfach nehmen. Der soll sich dann auch gerne mal um die heimischen Angelegenheiten kümmern. Und Vasallenmeinung wird um plus 7 bis auf bis zu 100 insgesamt erhöht. Ja, ich glaube, das werden wir machen. Ja, obwohl, das ist natürlich dann bezogen nur auf einen und da ist natürlich schon die Frage, würden wir das so tun? Ja, und das glaube ich passt nicht. Also lassen wir das mal lieber sein. Wir können die hier stationieren. Da würde ich sagen, stationieren wir die in Yad Modda. Dadurch ist jetzt das hier nicht stationiert. Gucken wir mal, ob hier irgendwas geht. Noch nicht. Ja, wir können eben nicht entsprechend alle ersetzen. Dann lasst uns mal hier reingehen und gucken, was da so Sache ist. Mhm. Okay. Grobschmiede. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Hier können wir auch noch etwas bauen. Die Frage ist dann halt, was? Außenposten eher nicht. Milizlager, Bogenschützler und Plänkler. Grobschmiede, Handelshafen. Handelshafen ist natürlich auch interessant. Gut, der bringt am Ende Geld und Entwicklungszuwachs. Das ist schon richtig gut. Milizlager, aber ja, vielleicht im Moment schwierig. Wir lassen das mal jetzt hier an dieser Stelle sein und wir gucken uns lieber mal an, wie das hier mit diesen Auszeichnungen funktioniert. Also man kann hier einen Ritter auszeichnen und der Ritter muss aber dazu bestimmte Voraussetzungen beherrschen. Landlos. Muss ein Ritter, landlos oder Baron sein, der mindestens 8 oder mehr Kampf geschickt hat.
Ja, da würde ich sagen, nehmen wir haben tatsächlich nur zwei, auf die das zutrifft, und dann nehmen wir unseren Kjartan. Wir gucken mal, was dieses Auszeichnungsattribut bringt. Wackerer. Also Armeeschaden plus 30 ist natürlich mega. Und die Jägergeschichte geht nach oben. Das würde sogar ziemlich gut passen. Was können wir noch machen? Marodeur. Nee, das lassen wir so. Und wir nennen ihn Wie nennen wir ihn? Der Pirscher des Königs. Der Pirscher des Königs. Deswegen Jagdmeister. Das passt. Machen wir das mal. Es kostet uns Prestige und er ist auf Stufe 1, soweit klar. Ja. Nachfolger wäre Ögmundr. Okay, ja, das passt ja. Sind die beide denn verheiratet? Ja, sie haben beide Kinder. Der hat auch schon einen Vormund. Wunderbar. Okay, dann gehen wir mal hier rein in den Hof. Guck mal, wir haben hier einen Gast, einen 13er. Pro-Natur. Ja, warum nicht, wenn der nicht zu teuer ist mit einer 31. Nordisch, Asatruisch. Er ist tatsächlich aus einem Haus, nämlich dem Haus von Telemark. Der Vater lebt sogar noch. Damit hat er einen Titel. Und er hat auch Anspruch auf einen Titel. Wartet mal. Haupterbe. Ah ja, ist sein Bruder. Aber wir werden den mal an den Hof rekrutieren. Das ist ein interessantes Mitglied, klar. Enkel und Gast. Ja, gut, Höfling von uns. Sie ist vom Herzog Egbert eine Urenkelin. Und die Schwester von Earl Alfred, ja. Und deswegen werden wir sie zur Konkubine machen. Tja. Das ist natürlich die größte Schmach, die man dann vielleicht jemandem zufügen kann. Das wäre mal ganz interessant, jetzt zu wissen, ob er uns deswegen gleich noch lieber hat. Wäre witzig. Aber das scheint ihn nicht zu interessieren. Hat engen Verwandten hingerichtet, okay. Das hat er sich gemerkt. Ja. Und deswegen, der wird jetzt auch ausgemerzt werden müssen, wenn das irgendwie geht. Werden versuchen, ihn umzubringen. Wir sind da einfach, wir werden die bis ins letzte Glied verfolgen. Da warten wir mal kurz ab. Titel können geschaffen werden, das wollen wir ja gerade nicht. Aber es findet ein Ereignis am Hofe statt. Genieße gerade einen seltenen Augenblick der Ruhe zwischen zwei Ratssitzungen, als Kjartan mich beiseite nimmt. Mein Lehnsherr, sagt er, setzt er vorsichtig hin. Als eure Leibwache ist es mir eine Ehre, euch zu schützen zu dürfen. Doch es ist lächerlich. Er zieht seine Klinge halb aus ihrer Scheide und lenkt die Aufmerksamkeit auf ihre vielen Scharten. Mit diesem ramponierten Ding kann niemand erwarten, dass ich meiner Aufgabe erfolgreich nachkomme. Ja, ich glaube, wir sind zwar gefühllos und kriegen deshalb Anspannung, auf der anderen Seite sind wir ehrgeizig. Deswegen glaube ich schon tatsächlich, dass wir hier ihm diese Waffe gönnen würden. Er ist ja auch unser ausgezeichneter Ritter. Insofern mag es so sein. Und wir werden einmal Hof halten. Kostet uns 50 Prestige und wird dann für 5 Jahre nicht verfügbar sein. Auf meinem Hof sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinem Thron auf, während andere auf die Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt.
Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Gebt ihm ein Zeichen, sich zu nähern. Ein hager aussehender Bauer steht nun vor mir. Herr, ich bitte euch um eure Hilfe. Ein Ungeheuer treibt sich im Wald von Westmoreland herum und tötet Vieh und Bauern gleichermaßen. Wenige haben es gesehen, doch die verstümmelten Überreste seiner Opfer lassen einen Zweifel. Es handelt sich eindeutig um ein, ich nehme mal an, Wildschwein. Ja, so dass so blutrünstig ist wie nur wenige seiner Art. Bitte entsendet euer, mein Erzjägermeister Kjartan wird sich das ansehen. Ja, das werden wir machen. Getötet erhalten, ihr habt Hofpracht erhalten. Wunderbar. Da hat unser Kjartan doch ganze Arbeit geleistet. Dazu war auch der Speer ganz gut geeignet. Ein Abgesandter aus einer Provinzstadt, Vogt Rädwald von Pole oder Pool, ist gekommen, um sich über die Misshandlungen zu beschweren, denen seine Stadt sich unter dem Schutz ihrer Lehnsherrn Suffraganbischof Herbert ausgesetzt sieht. Sie besetzen unser Ackerland und enteignen uns mit Gewalt und drohen den Landbesitzer mit spiritueller Verdammnis und materieller Gewalt, um sie dazu zu bringen, ihre Besitztümer zu verkaufen. Ich flehe euch an, mein Host. Bringt uns Gerechtigkeit. Na klar. Er steht natürlich nicht über dem Gesetz. Ja, den werden wir schon einheizen. Otgar Helgison Flatnefr macht immer größere Augen und wirkt immer mitleiderregender, während ihn seine Mutter Sydrid behutsam vermeintrumpfe. König klagt sie, der Junge ist seit dem Verschwinden seines Vaters an dem Hof von Björn und hat niemanden, Björn Eisenseite? Ne, Pettelson, der sich seiner Arme bittet, kümmert euch doch um seine Zukunft. Ich habe, doch ich werde ein schönes Zuhause finden. Ja, warum nicht? Soll sich unsere neue Konkubine drum kümmern. Bedauerlich ist das aber kein Problem der Krone. Wir sind gefühllos. Das glaube ich tatsächlich wird eher unsere Angebung sein. Was soll so ein Rotzebengel uns bringen? Meine Aufgabe hier ist erledigt. Sehr schön. Wir gucken mal auf die Hofpracht. Ist alles ganz wunderbar. Ja, ich glaube, wir können da auch gar nicht nach oben gehen. Feudal, tribalistisch, Clan, Theokratie und Republik. Geistiger Zusammenbruch. Reizbar. Ja, das passt doch. Als Wikinger, warum seid ihr alle so unfähige Trottel? Das ist doch hervorragend. Flamme, der Unruhestifter. Mein Vasall Wulfhere kommt zu mir mit Wut in den Augen und einer Katze in der Hand, die er am Nacken gepackt hat. Als er mir das Tier entgegenwirft, erkenne ich, dass es sich dabei um Flamme handelt. Ich fand dieses Monster. Ich werde euch entschädigen. Das ist nur eine Katze, Alter. Was denn du für ein Weichei? Das ist doch ganz klar. Herefordshire und Essex, ja, da könnten wir dann tatsächlich mal unseren Sohn hinschicken, der schon wieder irgendwie da entkleidet ist. Ich weiß gar nicht, warum das passiert. Wir müssen ihn nochmal... wahrscheinlich, weil er krank ist. Kann das sein? Bestätigen. Aber demzufolge nach, wenn er krank ist, kann er ja aber eigentlich nicht mein Marschall sein, oder? Ich glaube, es wäre besser, er erholt sich erstmal. Vielleicht finden wir einen anderen, der uns da helfen könnte. Earl Alfred! Komm an meinen Hof. Du musst, wie heißt es so schön, deine Feinde noch näher bei dir halten als deine Freunde. Ich glaube, wir machen das mal. Das schadet ihm gar nicht. Und er soll sich jetzt mal auf seine Gesundheit konzentrieren.
Und vielleicht gelingt es uns so auch besser, ihn theoretisch einzukerkern bzw. zu töten. Das ist nach wie vor unser Plan. Und da könnte man doch vielleicht auch was tricksen, oder? Wir gehen auf eine Jagd, würde ich sagen. Wir können eine Jagd veranstalten. Wir mögen das auch. Nach den endlosen Kriegen ist es auch mal wieder Zeit. Wir haben einen Falken gekriegt. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und wir werden nicht zu weit reisen. Vielleicht hier nach Tandrebridge. Kein Besitztum. Feuchtgebiet. Ja. Gemeindekontrolle, Volksmeinung, Ebenen. Vielleicht können wir da Steppe, Wüste, Feuchtgebiet und Auen. Reisetempo. Ich werde mal ein paar Söldner anheuern, das macht ja nichts. Das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Und wir werden aber nicht Erholung sondern machen, sondern wir werden einen Mord durchführen. Wir werden versuchen, bei dieser Jagd, wenn das geht. Wo ist er denn? Earl Alfred, euer Ziel liegt darin, das Leben einer Zielperson zu beenden. Ja, das werden wir machen. Weil wir wissen natürlich, solange auch nur einer von denen hier am Leben ist, die Frau haben wir ja unter Kontrolle. Der Haupterbe, der ist uns dann schon gar nicht mehr so feindlich gesinnt. Vielleicht ist es da möglich, den da auch dann maßgeblich zu beeinflussen. Und wir werden die Jagd beginnen. Das kostet eine Kleinigkeit, aber wir werden versuchen, das so zu machen. Ein neuer Anfang. Ich kann es kaum erwarten. Jawohl, los geht's. Da laufen wir auch schon los. Kapuzenman. Ihr seid das neue Dynastieoberhaupt der Sygastinne. Bin ich damit aber nicht das neue Kulturoberhaupt? Nein, bin ich nicht. Aber ich bin das Kulturoberhaupt. Sehr schön. Dynastiebaum öffnen. Was ist denn mit ihm hier eigentlich? Achso, er ist erst verlobt. Sie ist erst 14, alles klar. Was ist mit dir? Du bist auch verlobt, okay. Unsere Tochter, unser Augapfel. Gut, dass wir so viele Kinder haben. Unsere Brüder. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Okay, König Björn. Eisenseite. Kiew. Wow. Ist weit gekommen. Earl Ragnar. Das ist tatsächlich einer unserer Untergebenen. Und mit der sind wir auch verlobt. Wunderbar. Das ist unser Vasall. Man könnte also sagen, der Sohn von unserem Neffen. Ne? Genau so ist es. Wunderbar. Übel. Okay, da ist die Nachfolge auch gesichert. Genauso wie hier. Er ist schon. Er lebt immer noch. Er ist 59 und hat im Prinzip schon er ist Großvater, er hat sogar schon einen Urenkel. Wahnsinn. Ist doch richtig, oder? Die Großeltern? Ah, Wahnsinn. Er ist schon Uropa. Das ist für die damalige Zeit und vor allem für Wikinger grundsätzlich. Ja, der Mann aus Metall.
Ich überlasse ihm sein Schicksal, aber auf alle Fälle. Mir doch egal. Der ist uns neulich schon mal begegnet. Der strampelt da wahrscheinlich immer noch rum. Aufgeschlagenes Lager. Na klar, bald. Und wir sind ja eigentlich gar nicht wegen der Jagd wirklich hier, sondern... Oh, Gurli erhielt die Eigenschaft schwanger. Okay. Kriegen noch ein Kind. Oh. Nein, wir wollen doch einen Mord. Ich hatte das doch ausgewählt, oder nicht? Was soll das? Hä? Was soll das? Na, das ist ja blöd. Ich hab den doch mit eingeladen, oder nicht? Oh Mann. Das ist natürlich jetzt echt bitter. Ich hab doch... Hab ich da irgendwas einen Missklick gemacht? Hm, ja gut. Sei es wie sei. Vielleicht hat sich Alfred da unserem Einfluss entzogen. Was ist das hier unten? Ein schwedische Eroberung von Jalti und Smaland. Ah ja, da sind wir als Bündnispartner dabei. Aber wir werden erstmal in aller Ruhe diese Jagd veranstalten und dann vielleicht unseren Sohn... Kreuzzug um England! Oh, 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 oh. Leute, Leute. Das ist nicht gut. Und wir sind mitten auf einer Jagd. Können wir Bündnisse schließen? Haben wir denn genug Bündnisse? Ja, doch, da ist einiges dabei. Und wir sammeln ja da, glaube ich, auch. Das Gute ist einigermaßen, dass wenn wir es geschickt anstellen und die hier unten landen, wenn wir da geschickt unsere Truppen positionieren, können wir sie vielleicht nacheinander auseinandernehmen. Also, aber damit gewinnt dieser Krieg natürlich... Ist natürlich nicht so gut, weil wir hätten natürlich schon gerne unseren Verbündeten an der Seite, aber vielleicht macht er ja schnell Tabula Rasa. Earl Edric versammelt die Gesellschaft. Hm, schaffen wir uns raus. Aber es sind immer noch nicht mehr geworden. Verloren, okay. Knupper von Oxford hat bisher den größten Auftritt bei der Jagd. Die Krallen seines Vogels triefen von rotem, frischem Blut. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, das ist meine Good Ups, doch um ehrlich zu sein, ist mein Handschuh von einem gewissen göttlichen Wesen, die Nornen gesegnet. Ich wäre bereit, ihn für den richtigen Preis abzugeben. Ich muss ihn haben. Ja, wir nehmen den mit. Haben wir jetzt den Handschuh des Falkners, oder? Ja, warum nicht? Mach Kjartan ein Kompliment. Also, das ist schon Flieg, mein Kleiner. Nein, was sagt nur bitte der Gruppe am... Okay. Wir sind uns näher gekommen. Ich lasse meinen Jagdvogel habe ich steigen, doch anstatt sich in die Lüfte aufzuschwingen, flattert das törichte Tier einfach nur in den nächsten Baum. Ich vertraue. Volkschance verringert, okay. Ja, wir klettern da hoch, holen das Ding. Sich näher gekommen. Wie in Trance folge ich der Kreatur weiter ins Gelände, in die Wälder hinein. König, da seid ihr. Der plötzliche Ruf schreckt mich auf. Ragnar und der Rest meiner Jagdgesellschaft haben aufgeschlossen. Ich spähte voraus. Ihr Narren, ich hatte das Stück fast. Legendäre Sichtung. Ihr haltet Anspannung für jedes Jahr, in dem euch diese Bestie entgeht. Ich spähte voraus. Gewinnt, erhaltet Anspannung, weil wir ehrgeizig sind. Ihr Narren, ich hatte das Stück schon fast. Verliert legendäre Sichtung. Hm.
Das ist schwierig. Ich werde mich für die ersten drei entscheiden und entsprechend würfeln. Moment, ich muss erstmal den richtigen Würfel suchen. Hier. Würfeln eine 3. Das ist dann die späte voraus. Wir kriegen Anspannung, die wir eigentlich verlieren wollten. Dem Ruf der Wildnis zu folgen, ist stets ein Abenteuer. Lassen wir dieses Abenteuer fürs Erste hinter uns. Wir haben dann doch einiges erhalten. Das ist hervorragend. Und wir freuen uns. Jagd abschließen. Wunderbar. Okay, wir sind jetzt allerdings vielleicht gut beraten, wenn wir neben der Kontrolle die Armee organisieren lassen. Gemeines Geflüster. Ich merke, dass mich Aethelswith mehr als sonst meidet. Iva ist ein. Was steht hier? Warum kann ich das nicht lesen? Doch hier. Vorlauter Holzkopf. Ich wäre als König viel besser geeignet. Moment. Erstmal geladen sind. Lehnt meine Gesellschaft beim Kampieren durchgängig ab und steht sofort. Vielleicht haben wir nicht die beste Vision. Doch diese Haltung fängt an, mich zu ermüden. Vor allem, wenn ich mitbekomme, wie sie öffentlich verleumdet. Wisst ihr was? Wer ist sie denn eigentlich? Ein Höfling von uns? Wilhelm, kümmert euch darum. Ja, wir werden sie einsperren und den Rest eurer Tage im Kerker verbringen. Wir werden sie auch züchtigen. Ich kann wieder hineingehen. Sehr gut. Ja, wir werden sie einfach nur züchtigen. Das passt. Es ist dem Umstand angemessen und damit kommt sie auch wieder frei. Werden sie auch verheiraten? Vielleicht wird sie das so ein bisschen erden. Vielleicht schafft es ja unser Champion von der Telemark, den wir neulich angestellt haben, sie zu domestizieren oder domptieren, wie auch immer. Ja, jetzt müssen wir nur hoffen, dass dieser Krieg hier hinten schnell gewonnen wird. Wir werden uns dann nicht einmischen. Das wäre fatal. Styrbjörn. Ja. Das ist tatsächlich doch toll. Sie soll sich da auch direkt um erstmal. Wo ist denn die Gürli? Wartet doch mal ab hier. Gürli, die soll sich selber um ihr Kind kümmern. Ihre Bewunderung ist mir genug. Ich bin nordisch, aber die Bewohner meines Hauptsitzöltums von Jadmonda sind angelsächsisch. Wenn sie sich benehmen wie ich, werde ich mich benehmen wie sie. Umso schneller. Eine Mischkultur wird entstehen, die eine Kombination der Traditionen der Kulturpfeiler. Nein, ihre Bewunderung ist mir genug. Ich habe ja gesagt, das kommt für uns jetzt noch nicht in Frage. Die Familie Sigurde auf Eis. Papa, ruft Skaldir und zieht an meinem Ärmel, kaum dass ich den vereisten Innenhof betreten habe. Es klappt nicht. Ich bekomme das nicht hin. Ich kann nicht Schlittschuh laufen. Das Eis hasst mich. Ein rascher Blick deutet darauf hin, dass sie recht haben könnte. Es sieht aus, als wäre hier eine Armee durchmarschiert. So viel zersplittertes Eis hat mein Kind in seinem Nachgang hinterlassen. Naja, sie ist unser Augapfel. Geht drinnen spielen, ihr erkältet euch noch. Es ist ganz leicht. Hier, lasst es mich erklären. Okay. Okay, cool. Es ist doch gut. Ja, also wir lieben unsere Tochter über alles.
wünschen ja da an dieser Stelle auch Glück. Ja, wir werden hier mal dicht halten. Während unser... Ist das hier unser Bruder, oder? Der da rum... Entdecker aus dem Westen. Mein Abend wurde von einem betagten Entdecker in Beschlag genommen, der mir die exotischen Geschichten über seine Heldentaten auf dem Atlantik erzählen möchte. Trotz seines Alters ist der Blick aus den Augen von Harni scharf, als er mir von einer Insel berichtet, die von westgotischen Exilanten besiedelt ist. Als reiche Christen, die in gut befestigten Burgen leben, stammen sie von Flüchtlingen ab, die während der maurischen Invasion aus Sibirien geflohen sind. Auch wenn es schon spät geworden ist, scheint Harni gewillt, noch weiter zu erzählen, falls ich dies wünsche. Ja, erzähl mal weiter. Was? Verschwand auf Nimmerwiedersehen. Alter von 60 Jahren gestorben. Okay. Al-Altreid befindet sich an Bord eines Schiffs irgendwo im Ärmelkanal. Es wäre eine Tragödie, wenn meine Agenten das Holz mit einer brennbaren Flüssigkeit tränken und, mit dem einzigen Ruderboot entkämen. Boah. Das ist viel zu berechenbar. Wir gucken mal hier rein. Ja, wie gehen wir da weiter vor? Also wir können tatsächlich noch jemanden einladen. Und der würde tatsächlich noch ein bisschen Fortschritt bringen. Das heißt, wir sind geduldig, das ist viel zu berechenbar. Lehnen das ab. Und werden den Karawanenführer von Earl Alfred einladen. Bestechung. Druckmittel haben wir ja keins. Ja, das machen wir. Wir sind so drauf. Okay. Damit müsste das eigentlich... bessere Chancen bekommen. Und der Kreuzzug wächst. Da sind natürlich viele kleine dabei, aber so schwach sind die natürlich auch alle nicht. Dänemark hilft mit. Sigurd Knudson. Das ist schon nicht schlecht. Aber wisst ihr was? In Anbetracht dieser Tatsache müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen investieren. Zur Not gehen wir danach wieder runter. Das ist ja, denke ich, kein Problem. Wir können sogar noch ein Kriegsvolk ausheben. Halt. Erhöhen wir mal auf 2 Einheiten. Damit wir, wie schon gesagt, wir können danach wieder runtergehen, aber ich bin da der Meinung, wir sollten jetzt da gut gewappnet in diesen Kreuzzug reinstarten. Und wenn wir Glück haben, ist sogar der Krieg gewonnen. Der hat scheinbar einen Ticking War Score. Wir haben scheinbar was geerbt. Moment. Unser Sohn wird angegriffen. Tatsache. Wir können ihm da nicht helfen. Da muss er selber durch. Das wird er auch schaffen, nehme ich an, oder? Naja, ich denke schon. Wir sind über der Domänenschwelle. Was ist da passiert? Was haben wir zurückgeerbt? Hier, das haben wir geerbt. Warum haben wir das geerbt? Wo konnte man nochmal reinschauen, wie die Historie ist hier, ne? Titelgeschichte. Wir haben sie geerbt.
Von Häuptlings Söhne wohl von Söri. Okay. Wir gucken mal, was das hier in der Nachfolge bedeutet. Ui, schaut euch das an. Durch diesen Sohnemann hier, der voll erbt. Tja, wird es wohl dabei bleiben, dass das hier unser Hauptsitz bleibt, ne? Das ist ja bedauerlich. Können wir ihn, weil er enterben, würde uns das kosten. Oh, das ist ganz schön teuer. Nein, das machen wir auf keinen Fall. So sind wir nicht drauf, denke ich. Aber wir müssen das hier letzten Endes vergeben im Moment. An einen Adligen nordischer Kultur, würde ich sagen. Oder haben wir hier noch jemanden? Höfling. Unser Seneschall. Höfling von uns. Der Ragnar. Ja, warum eigentlich nicht? Wir werden ihm diesen Titel geben. Und ja, damit ist unser Vasall geworden. Mag uns jetzt gar nicht mehr so sehr, aber es geht noch einigermaßen. Da würde ich sagen, lassen wir das auch weiterlaufen. Und sie hier, das geben wir mal auf, werden mal versuchen, sie zu verführen. Oh, sie sind gefühllos, aber behelligt, beteiligt. Oh, wie gefährlich kann die Wildnis doch sein. Wir werden sehen. Oh, er ist uns offenbar entkommen. Da niemand das Gegenteil beweisen kann, wird man sie weiterhin für gewöhnliche. Er ist auf der Hut, aber wir werden trotzdem es weiterhin versuchen. Aber vielleicht ist es so, als Rache könnten wir doch versuchen, sie hier in unser Bett zu erführen. 0%, okay, also sie hasst uns wie die Pest, da geht gar nichts. Liebesdinge? Auch nicht? Nein, das würden wir nicht machen. Aber wir können ihn hier mal beeinflussen. Wir haben ihn ja schließlich gerade dahin geschickt. Wir werden nochmal mit ihm reden, dass das alles schon seine Richtigkeit hat. Es ist momentan weder Zeit für eine Prachtreise, noch schickt es sich in Anbetracht des Umstandes, dass wir mit Feinden zu tun haben werden, die sehr mächtig sind. Aber ich denke, unsere Armee wird sich sehen lassen können. So, was machen wir denn da jetzt? Verlockende Gelegenheit? Finstere Erkenntnisse? Nein, wir werden das eher hier tatsächlich diesen Anstifter Hintergrund weiterverfolgen. Wir können hier immer noch keinen mit dazu nehmen, ne? Ne, die sind alle hundertprozentig auf seiner Seite. Eigentlich müssten wir sie hier beeinflussen. Das machen wir auch. Das ist besser. Um hier gegen die Dings vorzugehen. Wird überfallen. Also der Schotte geht mir auch auf den Keks. Ich glaube, wenn
wenn wir den Krieg da gewonnen haben. So, was passiert hier? Das gewinnt er. Unser Champion Snurri wurde von Björn. Unser Champion. Kommt der denn dahin? Flamme, das Geschenk. Oh, wir haben, unsere Katze hat uns zwei Goldstücke geschenkt. Kreuzzug um England. Tyr wird uns beschützen. Ja, sammelt die Truppen. Boah. Das ist natürlich schon bitter. Das ist natürlich schon wirklich bitter. Ich meine, wir sind nicht hilflos, das auf gar keinen Fall. Und bevor wir jetzt dann auch diese Folge gleich beenden, können wir Verbündete in den Krieg rufen. Das werden wir auch machen. Auch wenn er selber gerade im Krieg ist, aber wir rufen ihn. Und unseren Vasallen tritt als Verteidiger dem Kreuzzug bei. Ja, mehr ist es am Ende auch nicht. Mehr ist es am Ende auch nicht. Im Grunde wird es Zeit, dass hier die diese Armeen hier besiegt werden, aber das bringt jetzt nichts mehr. Ha, das wird spannend. Wir müssen unbedingt, ich sag mal hier in Gloucester, könnte ich mir gut vorstellen, die Truppen ausheben. Wir werden auch alles ausheben. Ratzeputz. Wir warten vielleicht nochmal ganz kurz. Wie schnell sind die aufgefüllt? 20 pro Monat. Vielleicht warten wir noch kurz, weil so schnell schießen die Preußen nicht, wie es so schön heißt. Natürlich schließt es sich unserem Krieg an. Hoho, er hat die doppelte Angreiferzahl. Leute, das wird natürlich extrem. Guckt euch mal an, wie viel. Was haben wir da? Guckt euch das an. Wir haben halt wirklich nicht viel aufzubieten. Aber manchmal ist klein und fein ja schon das Gebot der Stunde. Und wir sind ja auch bei der Reiterei bald voll. Insofern, ich bin nur am Überlegen, ob wir diesmal unseren Sohn zu Hause lassen. Nein, wobei, unser Sohn war doch gerade derjenige, der hier die Kämpfe führen muss, weil er doch diesen Bonus bekommt auf Andersgläubige, ne? Wir warten nochmal ganz kurz. Da kommen die Ersten. Jetzt wird's Zeit. Aber wir sind nicht ganz voll, aber das, die können wir noch nachreichen. Ja, wie es dann weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Es wird spannend. Ich bin wirklich extremst gespannt, wie sich dieser Krieg entwickeln wird. Er hat fast doppelt so viel wie wir. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, einiges gut zu machen. Wir werden sehen. Vielleicht ist es an der Zeit, sich dann auch noch ein paar Söldner zu holen. Wir können mal noch ganz kurz checken, was wir da für Möglichkeiten haben. Also da ist mit Sicherheit auch noch ein bisschen Spiel drin, wobei so viel haben wir nicht. Also müssen wir vorsichtig agieren. In diesem Sinne, macht's gut, euer Don Firenze.